Hallo und willkommen an der Strandpromenade der Orakelnixe zu dieser Botschaft. Ja, wenn du hierher geführt wurdest, dann ist hier eine Botschaft für dich drin, sei es komplett in Resonanz gehend oder nur teilweise oder vielleicht auch ein kleiner Stein des Gedankenanstoßes. Ja, an der Strandpromenade geht's heute heiß her, so wie wir sehen. Ich tu euch gleich ein bisschen runterschwenken. Zunächst einmal möchte ich euch aber diesen kleinen Regenbogen, die Projektion hier zeigen. Ich habe über die ganze Seite hier aktuell Regenbogen verteilt. Ja, das hat mit meinem Kristallsteinchen zu tun, an meinem Sonnenfensterchen derzeit. Und das heißt für mich, wir sind derzeit in einer wirklich schönen Transformationsphase, das heißt vom Regen nicht in die Traufe, sondern in die Heilungsphase. Nach dem Regenbogen steht ja ein Topf voll Gold, hat man uns als Kinder immer vorsuggeriert. Ob so ist, ich weiß es nicht. Neulich ist ein Regenbogen so nah an mir dran gewesen, so nah war ich noch nicht dran. Und ich sagte noch zu meinem Beifahrer, scherzhaft, wir haben die schönen Regenbogen in der Ferne gesehen und da haben wir gesagt, jetzt suchen wir den Topf voll Gold am Regenbogenende. Denn das sagte ich noch, Kuriose ist immer, dass der Regenbogen immer weiter wegwandert, wenn man dahin geht oder wenn man hinfährt. Keine Minute später war der Regenbogen so nah neben uns. Es ist der Wahnsinn, wie wenn er neben uns her schwebt und zwar direkt. So nah habe ich noch keinen Regenbogen gesehen. Es ist echt der Wahnsinn. Ich konnte es leider ja, während der mobilen Phase nicht aufnehmen. Es war wirklich der Hammer, kann ich euch sagen. Und diese Energie spiegelt heute genau diese Legung nieder. Und ich muss mal gucken, dass ihr alles einigermaßen drauf bekommt. Ja, wir gehen über den Regenbogen. Heißt aber nicht, dass wir uns körperlich von dieser Erde verabschieden, vom 3D, sondern energetisch, alles auf energetischer Schiene bitte hier verstehen. Alle Heilungsenergien, was letztendlich ja Körper, Geist und Seele alles irgendwo wieder miteinander in Einklang bringt bzw. zusammenschwingt. Ja. Ohne Kopf kein Herz, ohne Herz kein Kopf und ohne Seele wird es schwierig. Ne? Und deshalb schauen wir jetzt hier rein in diese Projektionsphase. Und ich sehe hier auch den schönen Regenbogen. Ja, mit der Heilung. Also, es geht darum, um Regenbögen, um über die Brücke quasi zu gehen. Und deshalb habe ich heute mal mir die Energien direkt rausgezogen, die vielleicht in meinem Umfeld sind, aber auch bei euch. Ich nehme eine ganz große Veränderungsphase derzeit wahr. Ja, vieles scheint nur so, als wie wenn es wirklich ist. Und jetzt kommt der Regenbogen richtig krass durch. Ich muss euch es nochmal zeigen. Vielleicht seht ihr es. Ja, jetzt seht ihr ihn. Sehr, sehr schön. Ein wunderbares Exemplar, kann ich nur sagen. Habe ich so hier noch nicht gesehen in meinen neuen Wänden, weil ich zu dieser Zeit vermutlich meistens unterwegs bin. Und ich schaue mich gerade um. Ich habe also fast rundum lauter Regenbögen. Dieses Phänomen kommt immer mal wieder durch. Und zwar genau dann, wenn eine heftige Transformationsphase voransteht, hatte ich ja vor 18 Monaten, fast genau 18 Monaten schon mal. Und da ging es um einen nicht so einen schönen Vorfall. Da ging jemand wirklich über die Regenbogenbrücke. Aber das lassen wir jetzt mal hinter uns. Wir haben hier das große Blatt. Neuner Zeilenlegung, mein Lieblingsding, wenn ich das große Blatt lege. Und legen wir doch mal los. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Ich habe hier Abklärungskarten. Ich hoffe, dass ich die nachher noch weiß. Denn ich muss sie ein bisschen auf die Seite tun. Ich versuche mich kurz und knackig zu halten, denn großes Blatt heißt immer, ja, man kann viel interpretieren, man kann auch viel aufdröseln. Ich nehme zunächst einmal die Eckkarten. Und die Spiegelung, da heißt es, jemand hat Kummer. Ich nehme es hier mal als männliche Energie einfach auf, wenn ihr auf jemand anderes seht, es ist ein Gegenüberlein oder jemand eben aus eurem Umfeld, dann
münz es bitte um. Dieserjenige hat hier Kummer, hat hier Verlustängste, klammert sich auch an irgendetwas im Haus des Reiters, denn die Maus hier, die klammert sich ja auch an diesen Faden. Ja, vielleicht ist es ein seidener Faden, an dem man jetzt gerade sich festklammert. Und ja, da gilt es jetzt drum. Die nähere Beleuchtung, was ist hier los? Denn man möchte letztendlich ja nur die Fülle, die Fülle, das große Ganze. Aber hier kommt jemand derzeit nicht weiter, nicht so richtig aus dem Brunnen heraus. Ja, also man ist hier irgendwie auf trockenem Terrain, was für den Brunnen ja nicht gerade für sich spricht. Ne? Also, ja, vielleicht darf hier auch die eine oder andere Träne getrocknet werden. Das könnte ebenfalls ein Impuls sein, denn ich habe hier auch wieder das Missing You drauf. Ja, die Tränen, die hier fließen. Ja, was ich noch sehe, wenn wir jetzt eben bei Personenkarten sind oder bei den Menschileins, bei den Seelchen, habe ich hier eine Dame liegen, eine Seelendame nenne ich es jetzt mal, oder auch, wenn ihr es eben darstellt, einen Fragesteller oder eine Fragestellerin, so wird es meistens ja projektiert, ne? Dann schaut ihr, ich nehme euch jetzt einfach mal als das hier wahr, schaut ihr genau auf die Schlange. Ja, die Schlange, eine weitere Person oder Heilungsphase. Ich nenne es hier wirklich nun, nehme es als eine weitere Person wahr, denn ich habe heute, ja, ein bisschen Fröschlein im Hals, ich habe heute wirklich die volle Anzahl der Seelchen herausgelegt. Das heißt, wir haben sämtliche Haupt- und Nebendarsteller, nenne ich es jetzt mal, in dem Blatt drin, die kommen könnten, bis auf einen, der hat sich nämlich hier drunter gelegt. Also, ich nehme hier die weitere Energie wahr, wer es immer noch ist. Ist es eine Freundin, Bekannte, Verwandte, Kollegin, wie auch immer, eine Person, mit der man, ja, die Freizeit gestaltet, liegt auf dem Schiff, das heißt, ja, man hat hier Sehnsucht oder Fernweh, oder aber mit derjenigen macht man immer mal wieder Reisen, verplant eben die Freizeit, aus welchen Gründen auch immer. Da ist jetzt nichts mit Herzensdinge, Liebesdinge oder sowas drumherum. Ich sehe hier eher eine langjährige Verbindung, also eher oberflächliche Verbindung aktuell. Ich weiß nicht, was da früher mal war. Auch hier sehe ich Verletzungen. Und der Freundeskreis, der größere Freundesbekanntenkreis mit einem Abschnitt. Also irgendwas wird hier gekürzt oder jemand zieht sich hier auch aus einer Verbindung raus. Nichtsdestotrotz ist man hier auch mit jemandem unterwegs oder eben zugange, sage ich jetzt mal. Ja, auf der Spiegelung haben wir die Lilien, wir haben den Hund als Treue oder Seelengefährten, auch die Freundschaft und nochmals den Bären, auch eine Art Seelenpartnerschaft angezeigt, allerdings auf dem Kopf, auch genauso wie die Lilien, beides auf dem Kopf, also Harmonie sieht ein bisschen anders aus, Seelengefährdenschaft, die wird hier auf den Prüfstand gestellt, ob es wirklich eine ist, sehe ich so jetzt nicht, muss ich gestehen, wenn es hier auf dem Kopf ist, von daher eben auch keine Liebe. Ja, schwierig. Ja, vielleicht gab es hier auch Turbulenzen in der Treue, denn der Hund heißt Treue in Intimitätsdingen und der Bär liegt auch auf dem Kopf, auch die Eiseskälte. Also hier, wenn hier jemand mit jemandem in Körperkontakt war, dann war es unehrlich. Ja, dann war es unaufrichtig, unehrlich, untreu. Es war jetzt der Fuchs nicht dabei, aber hier liegt einiges Kopf. Und das ist nicht so schön. Und wir haben auch die Lilien auf der Schlange. Ja, die Sehnsucht oder auch die Eifersucht, so ein bisschen der Suchtfaktor sehe ich hier. Ja, vielleicht sogar die Sucht nach Intimitäten. Oder man versucht ja immer mit einer Sucht etwas auszugleichen. Ja, dass man durch Intimitäten eine Sehnsucht nach jemand anderen auszugleichen vermochte, es aber nicht funktioniert, ist ja klar, ne? Dann kann das eine nicht mit dem anderen ersetzen, das funktioniert nicht. Wenn ich eine Orangenlimonade möchte oder einen Orangensaft, dann nützt es nichts, wenn ich Apfel auspresse, ne? Oder Äpfel.
Abgeklärt habe ich auf die Schlange. Hier Pain, hier schämt man sich auch, hier dreht sich jemand weg. Also hier hat man jemand wohl belogen, betrogen, hintergangen, man war nicht aufrichtig. Bei euch als Fragesteller, Fragestellerin habe ich Realizations. Also man wird hier wachgerüttelt, ein Lichtlein geht auf. Vielleicht bist du, dazu zähle ich mich auch, ein Heiler, eine Heilerin. Du bist vielleicht meistens oder vielleicht sogar immer für die anderen da in Prozessen, in denen sie feststecken, na, dass sie eine helfende Hand haben und dann sind sie auch wieder wusch und weg. Ja, es ist traurig, aber wahr, wir werden selten wertgeschätzt und das finde ich sehr, sehr traurig und ich hoffe, dass sich dies mit dem Mond hier auch, mit dem neuen Zyklus jetzt verändern wird und man diese unterstützende Energien auch mehr wertschätzt, ja, mehr Wert zuzollt. Mit den Lilien, mit dem, was hier aufgedeckt wird, ja, da ist jemand tief bestürzt, kann ich sagen, Value, ja, also das tiefe, tiefe Tal, hier fällt jemand tief, vielleicht auch tief auf die Schnauze, manchmal könnte es sein, dass man vielleicht sogar ein Geschenk mitbekommt, vielleicht wird jemand schwanger, den man gar nicht schwängern wollte, vielleicht bekommt man irgendwelche sonstige Geschenke in Form von körperlichen Krankheiten mit, das könnte auch sein, oder eben auch die seelische Zerstörung. Ja, es ist nicht so schön, aber wie gesagt, wir sind jetzt vom Regenbogen ins Sonnenlicht unterwegs. Den Fuchs fand ich auch noch interessant. Da gibt es ein weiteres Problem, nenne ich mal, oder eine Herausforderung, eben mit dem Commitment, mit der Verbindung. Ja, also hier war man in Verbindungen, nenne ich es jetzt mal, weil ich sehe auch hier die Wege und die Routen sind alles Anzahl 2, Minimum, ja, dass man hier unehrlich unterwegs war, aus sämtlichem Terrain, nenne ich es jetzt mal. Also nicht nur einem Menschen gegenüber, sondern auch dem Umfeld und weiteren. Sei es jetzt eine Affärenkonstellation, sei es jetzt Freunde, denen man vormacht, ja, ich bin glücklicher Single und heimlich sucht man dann doch irgendwo Anschluss, ja. Oder natürlich auch sich selbst gegenüber. Also, wenn man das Außen hintergeht, dann betrügt man sich auch selbst. Es ist ein hartes Wort, aber es ist so. Man steht nicht zu sich selbst. Und wenn ich nicht zu mir stehe, zu meinen Gefühlen, zu meinen Taten, zu meiner Seele, dann betrüge ich mich selbst. Ja, viele checken es nicht ganz so, was das Wort eigentlich bedeutet, aber so sehe ich es zumindest. Ja, ich kann anderen keine Aufrichtigkeit beizollen, wenn ich mich selbst betrüge. Das geht nicht. Und das merkt man schon auch bei verschiedenen Suchtfaktoren. Da ist man auch nicht ganz so ehrlich und selbstwertschätzend sich gegenüber, weil sonst würde man diesen Raubbau ja auch nicht betreiben. Also hier geht es darum, tiefe Innenschau abhalten und nach dem eigenen Stellenwert gucken. Und was ist hier los? Warum suche ich immer eine Kompensation von dem einen Schmerz mit etwas anderes auszugleichen? Das funktioniert nicht. Das wäre ja fast schon, wie wenn ich Ölfeuer mit Wasser löschen möchte. Das funktioniert nicht. Das explodiert ja eher noch. Also es brennt ja eher noch mehr. Es gibt ja eher noch, man kippt ja fast nochmal Öl ins Feuer. Und das darf hier jetzt jemand schmerzlich erfahren. Das ist nicht so schön. Und ja, es ist so, wenn man liebt mit Herz und Seele, dann verletzt man nicht nur andere, wenn man etwas tut oder auch nicht tut, sondern auch letztendlich sich selbst, was ebenfalls auf Selbstbetrug aufbauend ist oder mitschwingt eben dann. Ne? Wir gehen weiter. Ich habe hier noch das Treffen abgeklärt, denn der Gutste hier liegt ja im Treffen. Da haben wir Entscheidungen beziehungsweise ich sehe hier nicht nur die Entscheidungen, wir haben hier ja na, die Verletzungen, man hat hier dir wehgetan mit dieser Machenschaft, nenne ich es jetzt mal. Ich sehe hier aber auch, dass jemand hier zwei Personen mindestens datet, ja, was genau zu dieser Verletzung vermutlich geführt hat. Ja, man weiß, dass man hier eben nicht die Nummer eins war, dass man hier nicht das alleinige Standing hatte und das hat für diese Energie gesorgt. Also hier gab es Herzschmerz. Ja, vielleicht vermisst der eine auch den anderen. Ja, wenn man natürlich etwas für jemanden empfindet, dann ist es so, wenn man missbaut, dann tut es einem ja auch leid. Das heißt, ja, man vermisst ja dann auch jemanden oder man vermisst, dass man nicht richtig agiert hat im Nachhinein.
Auf der lieben Liebe habe ich Confusion. Jemand ist unklar, jemand ist durch den Wind. Das heißt für mich hier, dieser Mensch hat keine geklärte Herzensangelegenheit. Ja? Also hier ist etwas, was man in sich selbst erstmal heilen darf. Woher kommt diese Herzverletzung? Woher kommt dieser Schutzmantel, dieser Schutzfaktor? Woher kommt meine Aktionen, die ich hier versuche, eben mit Öl ins Feuer zu kippen, was man ja gar nicht so machen wollte, sondern man wollte ja eher den Deckel drauf, beziehungsweise die Löschdecke, aber irgendwie hat es ja nicht funktioniert. Ja, man ist hier unklar, unstrukturiert, durch den Wind, man weiß gar nicht, was man will. Zum einen ist hier schon jemand im Brautkleid unterwegs, auf der anderen Seite wird man stehen gelassen, man läuft weg. Ja, vielleicht war es diese Energie, dass jemand aus der Ehe herausgebrochen ist oder vielleicht auch einen Antrag abgelehnt hat oder eben das Ja zueinander abgelehnt hat. Das kann es auch sein, ja, dass jemand eine Verbindung gar nicht eingehen möchte, sondern hier eben davonläuft, läuft Toxizität hier auf den Masken. Ja, man versteckt hier etwas, man versteckt sein wahres Ich. Toxizität heißt auch heute als mein neuer Impuls Krankheit, krankhaftes Verhalten nennt man es auch. Ne? Ich bin jetzt nicht der Freund von solchen Wörtern, aber so sieht es fast hier aus. Ein krankhaftes Verhalten, ein krankhaftes Weglaufen. Manchmal haben wir ja auch dieses, ne, das Blocking, beziehungsweise auch Ghosting nennt man es. Und was es alles für schöne Wörter gibt oder unschöne eben. Ne? Also hier läuft wirklich jemand davon vor sich selbst und vor Gefühlen, vor sich fallen lassen, vor, dass jemand hinter das wahre Ich hier sieht, dass man gar nicht so toll ist, wie man es jemand anderen vielleicht vorgaukelt. Da hat jemand noch nicht ganz dahinter gecheckt. Ne? Also entweder sind die Masken von diesem Menschen oder es ist hier die Maske von einer weiteren Person. Ich habe daneben noch eine weitere Person. Jetzt wird es nämlich interessant. Das könnte hier nämlich auch damit zu tun haben. Wegen dem habe ich jetzt auch hier diese Steinchen drauf liegen. Ne? Die ist ein bisschen nackelig. Das heißt für mich, ich habe hier, ich sage es mal so, wie ich sehe, eine Ex-Verbindung, die Schlange. Dann ihr als Fragesteller, Fragestellerin, wo auch ihr immer euch wieder seht und hier etwas Neues. Und hier heißt es Intimität, auch Bonding. Also hier versucht jemand wiederum, man hat nicht gelernt aus den Aktionen, wiederum entweder eben, ja, seinen Druck auf der Pipeline loszuwerden, checkt es nicht, dass es falsch ist, dass man wieder jemanden und sich selbst wehtut. Ich sehe hier auch Verbindung im Internet. Ja, also hier ist man im Internet ein bisschen inkognito unterwegs, um hier eben eine Verletzung zu kompensieren, also zu übergehen, nenne ich es mal. Denn Heilung sieht anders aus. Heilung heißt, die Themen in sich angehen. Was ist los? Warum funktioniert es mit der einen nicht? Warum mit der anderen nicht? Und jetzt wieder eine. Es ist echt schwierig, die Zeit derzeit, es ist echt schwierig und Kommunikation ist auch ein weiteres Thema, was derzeit nicht so ganz funktioniert, wie ich finde. Ja, wir schauen noch weiter, was ich noch gesehen habe. Wir haben noch den Sarg auf dir liegen, also ein Stillstand, eine Stagnation, das aber aufgehoben wurde. Es ist hier wieder etwas in Kommunikation, in Klärung. Allerdings sehe ich dies nicht so liebevoll, wie man es vielleicht erhofft oder erwartet hat. Jedoch wenigstens eine Kommunikation zum etwas Aufklären. Ja, plötzlich Rückzug, Ende, jemand kommt raus, möchte hier etwas klären. Hier mit den Routen. Ja, übers Internet sehe ich hier auch wieder. Also Chat oder Videotelefonie, wie auch immer. Genau, und hier geht es um die Seelengefährtenschaft, Seelenverbindungen gibt es mehrere, wie ich mittlerweile empfinde. Ja, die Seelenliebe ist vermutlich die höchste, ja, auf das arbeiten doch wir alle schon hin. Jedoch ist derzeit erstmal der Regenbogen angezeigt, jetzt ist er übrigens verschwunden, jetzt ist er an der anderen Stelle tätig.
Und bei meinen zwei Vögelchen, da sind ganz viele kleine Regenbogensprenkler. Sieht sehr, sehr schön aus. Also ich denke, jeder findet noch sein Deckelchen zum Töpfchen. Und habt Geduld, habt vor allem Geduld mit euch selbst. Geht nicht in eine Erwartungshaltung, lebt euer Leben, denn es geht so nicht vorwärts, wenn nicht alle Beteiligten an ihre Themen, an ihren Themen arbeiten. Das kann sich wirklich übers ganze Leben lang hinwegstrecken. Ja, es kann nicht nur Stunden, Wochen, Monate oder Jahre sein. Es können Jahrzehnte oder länger sein, ja, dann habt ihr euer ganzes kostbares Leben verplempert für jemand anderen, der es vielleicht im schlimmsten Fall gar nicht wert ist. Ja, abgeklärt habe ich den Brunnen bei dem Herren im Haus noch mit Hopeless, also Hoffnungslosigkeit. Jemand ist untröstlich, er weiß, dass er Mist gebaut hat, aber irgendwie fehlt hier der Leitfaden, um rauszukommen. Deshalb hat man vermutlich euch hier ins Leben gezogen. Ja, man hat irgendwie zum Universum gebeten und hat gesagt, sei es jetzt bewusst oder unbewusst, ich komme hier nicht raus, helf mir doch mal, holt mich hier raus aus diesem Gedanken und Gefühlsdschungel. Bei dir abgeklärt habe ich noch auf diesem Sarg, dieser Rückzug, dieses ja, Blocking. Ja, du hast hier lange Zeit abgeblockt, du bist gegangen, du hast die Situation verlassen. Das ist auch richtig so, wenn es dich krank macht, wenn es dir nicht mehr gut tut. Richtig so, leb dein Leben, geh raus, entdecke neue Hobbys, treff neue Menschen. Sei es jetzt weitere karmische Seelenpartner oder vielleicht auch mal den richtigen oder sonstige Verbindungen können auch erheiternd und erfrischend sein. Auf den Seelenbären habe ich noch Shocking, Trouble, Unexpected. Ja, das heißt für mich, dass sich eine angebliche Seelenverbindung als einen Plöff, als einen Flop herausgestellt hat. Das heißt hier wirklich, du darfst die Kraft zu dir wieder nehmen, du darfst es loslassen, du darfst dir selbst als allererstes vergeben für das, dass du hier vielleicht ja einem Fuchs auf die Schliche gekommen bist, was ja auch sehr schön ist. Manche kommen ja einem Fuchs nie auf die Schliche, weil er sich immer wieder wegdreht, versteckt und so weiter und so fort. Und wie heißt es so schön, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und so sehe ich sie also lieber dann einmal in dieser Situation sein, es sich rausheulen quasi, um dann letztendlich in die eigene Heilungsphase zu gehen. Mag hier jemand noch das ganze Leben lang an seinem Thema arbeiten, nämlich an seinem Thema der Bindungs- oder Verlustangst. Ja, hier geht es um Bindung allgemein. Mit den Mäusen sehe ich hier die Verlustangst, das Klammern, das darf hier jemand jetzt anerkennen. Vielleicht ist derjenige aus seiner Verlustangst an jemanden geraten mit Bindungsangst. Ja, das sind die typischen karmischen Konstellationen, wie ich finde, wo man aneinander ja was zu lernen hat. Ich empfinde es hier wirklich als keine wahre Seelenliebe, denn der Bär liegt auf dem Kopf, vor allem auch eben in der Harmonie. Auf dem Kopf, hier ging etwas tief, hier geht etwas tief. Ja, jemand kommt hier zur Erkenntnis, zu einer späten Erkenntnis. Man erkennt es, spät, tiefer Fall, viele Tränen, aber es zeigt einem ein höheres Ich, ein höheres Selbst mit der Weisheit, mit den Eulen. Weiß man jetzt, ja, was hier zu tun ist, wäre hier dann eben auch nochmals die Heilungsphase mit dem Bäumchen, das hier noch aktuell blockiert zu sein scheint. Aber es kommt, es ist auf dem Weg. Es ist auf dem Weg. Na, nehmen wir, kommt mal die Seelenreichkappen hier dazu. Was ist denn hier mit der armen Seele noch? Was darf sie denn noch erkennen, noch in Heilung bringen? Beschütze, was du liebst. Dies ist deine Verantwortung und deine Pflicht. Die Zahl 25,7, auch wieder die Schlange. Ja, es könnte sich hier um eine Freundschaft handeln. Ja. Beschützen, was du liebst, heißt auch letztendlich jeder sich selbst als erstes und vor allem anderen nicht weh zu tun, sondern offen und ehrlich zu sprechen, welche Intention man hat, wo man aktuell steckt und wo man auch hin möchte. Und die Zahl 3, erwecke den Zauber deiner Kreativität und tauche ein in die Welt der Gefühle. Ja, die Welt der Gefühle hier auch lauter Blau und Grün, ne? Also hier geht es wirklich um
Gefühle, 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 tief sehen, was möchte ich, wo darf ich in Heilung gehen und vor allem, wie mache ich in Zukunft weiter und wo mache ich nicht mehr weiter. Nicht nur mit den entsprechenden Menschen, sondern auch mit meiner Energie, mit meinen Gedankenkonstrukten, mit meinen Ängsten vor allem. Ja, Fuchs heißt ja auch Angst, der hier liegt. Genau, sorgt für Klarheit, liegt auf dem Stern. Wow, was für eine Legung, würde ich sagen. Da bin ich mal gespannt. Wie gesagt, vielleicht seid ihr hier mit in Resonanz ganz oder teilweise. Wenn so gar nicht, dann ist hier trotzdem noch irgendeine Message drin für euch oder für jemanden in eurem Umfeld. Und deshalb wäre es sehr, sehr schön, wenn ich einen Daumen nach oben bekomme für meine Arbeit. Abo, wer noch nicht hat, kostet euch letztendlich ja nichts, keinen Groschen. Und ja, kommentiere natürlich und teilen, wenn es für jemanden wichtig sein könnte in eurer Ansicht. Ja, genau. In diesem Sinne, mein Lieben, wünsche ich euch von Herzen alles Liebe, alles Gute. Glaubt an euch, ihr schafft euren Weg und macht euch nicht abhängig. Jemand aus meinem Umfeld, auch ein ganz, ganz lieber Mensch, sagt immer, mach dich nie von jemandem so weit abhängig, dass du nicht mehr leben möchtest. Und da ist was Wahres drin. Und für diesen tiefgreifenden Satz danke ich denjenigen auch ganz, ganz, ganz arg und möchte ihn euch ans Herz legen. Macht euch nie emotional oder oberflächlich oder mit irgendetwas abhängig von jemandem, sodass ihr nicht mehr selbst zu leben vermögt. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute. Tschüss, deine Hagelnixe.